Willkommen zum Talk. Wem ist noch zu helfen? Der Talk wird relativ kurz, weil eigentlich ist es mehr gedacht, eine Diskussion mit euch auch darüber, wie politisch darf humanitäre Hilfe eigentlich sein. Ich würde zur Einführung halt ganz kurz das Thema mal umreißen, worum es eigentlich geht, beziehungsweise wo die Problemlage liegt. Und das Ding ist, wenn man jetzt sich so vorstellt, auf der Welt passiert irgendwo was, Katastrophen, Flucht, Migration, wie auch immer, dann müsste man ja davon ausgehen, dass die menschliche Gemeinschaft insgesamt das hinbekommt, das so zu koordinieren, dass denen, denen es am schlechten geht, am ersten geholfen wird. Also needs-based quasi, dass danach entschieden wird, wem soll wann, wie, welche Hilfe zukommen. Wenn wir uns das humanitäre System mal angucken, dann ist dafür hauptsächlich die UN zuständig. Die UN hat dafür verschiedene Unterorganisationen, zum Beispiel die UNOCHA, also das Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Es gibt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die fürs Medizinische zuständig ist. Es gibt die INSARAG, die International Search and Rescue Advisory Group, die ist so für Urban Search and Rescue zuständig nach Erdbeben. Und dann gibt es noch eine Menge anderes. Es gibt das UNHCR und so weiter und so weiter. Also das Flüchtlingshilfswerk, das da gedacht ist, Themen rund um Migration in den Griff zu bekommen. Ein Problem bei der Geschichte, bei diesem humanitären System ist, dass die Souveränität der Nationalstaaten immer vorgeht. Das heißt, die UN kann nicht tätig werden, wenn das Land, in dem die Katastrophe oder die Problematik gerade vorliegt, nicht einlädt oder sagt, kommt bitte her. Das geht auch so weit, dass das Land bestimmen kann, wie viel Hilfe es empfängt. Zum Beispiel in Ecuador war letztes Jahr ja ein Erdbeben, schon ein stärkeres Erdbeben. Da hat Ecuador aber ganz klar gesagt, das kriegen unsere Teams selber hin. Und dann kann Ecuador der UN sagen, wir hätten gerne von den internationalen Hilfsgruppen das, das und das. Und dann kommt auch nur das ins Land. Das heißt, eine Betätigung als Reaktion auf eine Krise kann eigentlich nur im Raum einer Aufforderung und einer Einladung des Landes erfolgen. Das limitiert schon mal die Möglichkeiten der UN. Das Zweite, was die UN sich selber auferlegt hat, ist so ein Zertifizierungswesen. Das hat vor 30 Jahren mal angefangen, nach dem Erdbeben in Armenien. Da gab es ein Erdbeben mit 25.000 Toten und danach eine unfassbar unkoordinierte Hilfe. Sehr, sehr viele internationale Gruppen sind da gekommen, alle haben irgendwas gemacht, keiner wusste, was da passiert. Danach hat sich diese INSARAG gegründet und hat angefangen, Teams, die Hilfe leisten wollen, zu zertifizieren. Das Gleiche gibt es seit 2010 als Nachgang zu Haiti, zu dem Erdbeben in Haiti von Seiten der WHO, zu den sogenannten EMTs, Emergency Medical Teams. Auch die werden jetzt quasi von der WHO zertifiziert. Das muss man sich aber vorstellen wie so ein TÜV. Also die sagen halt nur, das Auto fährt oder fährt nicht. Die können nicht entscheiden, ob das Auto zugelassen wird und die können auch nicht entscheiden, wohin das Auto fährt. Soll bedeuten, wir waren zum Beispiel bei dieser Übung in Armenien vor ein paar Wochen mit 40 internationalen Gruppen, da waren wir eine davon. Alle diese Medical-Gruppen machen das, wo sie am meisten Lust drauf haben. Und das ist zum Beispiel Erdbebenhilfe, weil Nepal Erdbeben, Medien, Spenden. Wo Organisationen überhaupt keinen Bock drauf haben, sind so nervige Geschichten wie Outbreak, also alle High Infectious Diseases, Ebola ist da so das bekannteste, glaube ich, was durch die Medien geht, oder auch direkt Frontline Response. Das ist ja, Kriege werden in letzter Zeit immer asynchroner, es geht also seltener, dass ein Staat gegen einen anderen Staat Krieg führt, sondern ganz oft sind es halt bürgerkriegsähnliche Zustände. Der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat war eine ganz große Geschichte. Da fanden sich so gut wie keine Hilfsorganisationen, die bereit waren, über die WHO direkt in die Gebiete zu gehen und dort den Zivilisten und Zivilistinnen zu helfen. Das heißt, es gibt riesige Versorgungslücken. Die Negativbeispiele sind zum Beispiel Bosnien. In Bosnien gibt es gerade ein Problem mit Geflüchteten. Die stranden da, die kommen nicht weiter, Kroatien macht die Grenzen dicht. Wenn sie in Kroatien aufgegriffen werden, werden sie zurückgeprügelt im wahrsten Sinne des Wortes. Bosnien löst die Problematik aber nicht. Warum, kann man das nur vermuten? Könnte dahinter stecken zum Beispiel, man möchte gar nicht ein Positivbeispiel haben, internationale Teams, die helfen, weil dann wird so ein Land ja auch schnell noch mehr zum Magnet. Das heißt, da werden die Refugees auf der Straße allein gelassen, die UN kann dann nichts machen. Ein weiteres Negativbeispiel war, wie gesagt, Mosul. Da waren wir vor einem Jahr im Einsatz. Da waren wir eins von drei internationalen Teams, die bereit waren, überhaupt ins Stadtgebiet zu gehen. Und wir sind ein winziger Verein, wenn man halt überlegt, was allein in Deutschland Hilfsorganisationen gibt, ne? ASB, Johanniter, hast du nicht gesehen. Keine der großen Organisationen mit viel Kohle dahinter machen sowas.
kommen wir zu Grassroots. Gerade aus dieser Kritik an den großen NGOs, dass man gesagt hat, die haben ja riesen Wasserköpfe an Verwaltungen, die sind teuer, die sind langsam, die machen nicht die richtige Hilfe, haben sich ja viele Grassroots-Organisationen gegründet. Die suchen sich natürlich zwangsläufig genau diese Lücken, wo andere Sachen noch nicht drin sind. Es macht ja keinen Sinn, dass ich als Grassroots in ein Refugee Camp gehe, das das UNHCR betreut und schon vernünftig am Laufen hat. Wenn ich in solche Lücken aber reingehe, muss ich zwangsläufig meine Projekte natürlich auch medial pushen. Geht gar nicht anders. Sonst kriege ich keine Spenden. Negativbeispiel dafür sind wir selber. Wir arbeiten gerade in Bosnien. Brauchen wir Kohle für. Wir schreiben dann natürlich nicht in den sozialen Medien, ey Leute, wir sind in Bosnien und brauchen Geld, aber guckt mal, es ist in Serbien auch scheiße, es ist in Griechenland auch scheiße, es ist gerade überall schlimm, spendet doch den oder den oder den, sondern wir schaffen ja unsere eigene Filterblase, indem wir sagen, spendet uns, weil in Bosnien ist es schlimm. Eine tatsächliche Analyse, ob es den Leuten jetzt zum Beispiel in Griechenland schlechter gehen würde, können wir ja gar nicht leisten. Aber damit tragen wir als Grassroots natürlich dazu bei, dass wieder die Frage ist, ne? Also wird eigentlich die Lücke gerade getroffen und geschlossen, die am ehesten geschlossen werden sollte. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Grassroots natürlich auch oft aus einem politischen Anspruch entstanden sind. Sie sind aus Kritik an den großen NGOs entstanden, vielleicht auch an der Egalität, die teilweise verströmen. So dieses, wir sagen zu nichts was, wir müssen neutral sein, International Humanitarian Law und so weiter. Das heißt, man hat auch einen politischen Ansatz, zum Beispiel die Seenotrettung. Damit einhergeht natürlich, dass dann Notlagen nicht mehr zwangsläufig nur humanitär bewertet werden, sondern auch danach, wie ich sozusagen sie politisch einordnen, politisch bewerten und damit auch politisch arbeiten kann. Wenn ich jetzt mal das Arschloch in der Diskussion mache, würde ich halt sagen, es gibt eine Menge Krisen auf der Welt, wo mehr Menschen sterben als auf dem Mittelmeer, aber gerade konzentriert sich alles genau darauf. Haben wir als Fazit von meiner Seite, ob dir geholfen wird, wenn es dir scheiße geht. Das ist ganz davon abhängig, ob du gerade das Glück hast, in eine der Versorgungsbrücken reinzufallen oder das Pech hast, in so eine Versorgungslücke zu stecken. Also es gibt da überhaupt keinen Needspace, es gibt kein Recht oder keine Logik der Hilfe, wo man halt sagen könnte, ja, das ist klar, dass dir nicht geholfen wird, weil denen geht schlechter, sondern es hat viel mit Zufallsprinzip zu tun und unterschiedlichen Regelungsmechanismen. Wenn wir es mal annehmen, dass diese Versorgungslücken, so wie ich sie dargestellt habe, ich kann euch keinen Quatsch erzählen, sondern es ist so, und diese Versorgungslücken vom humanitären System bestehen, die Grassroots aber auf anderer Seite diese Lücken nicht füllen können, dann ist ja die Frage, die da bleiben muss eigentlich, und Selbstreflexion an uns, wie politisch dürfen wir denn sein? Können wir sowas wie im Mittelmeer machen? Können wir sagen, diese Sterbenden sind wichtiger als die Sterbenden in der Wüste, die die Pushbacks erleben aus Libyen, wichtiger als die Ebola-Sterbenden, wo keine Teams hingehen? Wie weit darf ich dabei gehen? Wo sind eigentlich moralische und ethische Grenzen? Wenn ich weiß, es kann sowieso nicht allen geholfen werden, wie suche ich eigentlich meine eigenen Beneficiaries raus? Ich kann ganz klar sagen, eine Antwort darauf habe ich nicht, aber die Diskussion würde mich wahnsinnig interessieren. Ich glaube, Joe sagt jetzt direkt schon was zu, die Seenotrettung agiert politisch und nicht humanitär. Genau. Als wir damals Sea-Watch gegründet haben, 2014, war das wirklich eine ganz klassische Grassroot-Operation mit einem ganz kleinen Schiff, ganz wenig Geld, um einfach ein Zeichen zu setzen auch dort, um den Medienfokus auf dieses Problem zu setzen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, dass es ganz viel darum geht, in Krisengebieten, wenn man Spendengelder oder Ressourcen bündeln möchte, wer macht die bessere Medienarbeit und wer bildet den besseren und besser erzählbaren Narrativ. Und es gibt einfach Geschichten, es ist ziemlich schwierig, ein Narrativ zu erklären, weil einfach hochkomplex ist, und andere Sachen sind einfacher zu erklären oder sind einfach mehr sexy, weil mehr Action passiert, bessere Bilder produziert werden. Zum Beispiel bei der Seenotrettung ist es natürlich so, dass allein die Arbeit, die wir machen, spektakulär auf Bildern aussieht. Bedeutet nicht, dass sie wichtiger ist als andere Arbeit. Es wirkt natürlich für den, der es sieht, immer cool, viel coole Technik, Flugzeuge, große Schiffe. Und das macht natürlich viel aus für uns. Man hat, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, oder wo man so ein bisschen erkennt, wie das so entstanden ist. MSF war immer, bis MSF, also Ärzte ohne Grenzen, angefangen hat, im Mittelmeer Rettung durchzuführen, war das eine Organisation, die sehr großen Wert darauf gelegt hat, absolut neutral zu sein. Das heißt, sie haben sich nie gegen irgendwelche Staaten gesetzt, sie waren nie politisch, weil sie immer Zugang auch zu den
zu den Milizen haben wollten, zu den verschiedenen Ländern. Im Mittelmeer hat es dann gewechselt, wo sie dann auch politische Statements rausgebracht haben, weil relativ schnell klar wird im Mittelmeer, dass es keine Lösung ist, die Menschen dort zu retten. Also man rettet dort akut Menschen, was absolut notwendig ist, weil sonst würden sie ertrinken. Das Problem löst man damit aber nicht. Und das Problem kann man nur lösen, wenn man auch medial eine politische Message irgendwie bringt. Und das ist natürlich dann auch ein Kreislauf, der dann ganz schwierig zu durchbrechen ist. Weil das eine ist rein operativ. Es ist normalerweise in den meisten Ländern der Welt eine rein staatliche Aufgabe, die Seenotrettung. In Deutschland ist es ein bisschen anders, es ist ein Verein, aber eigentlich auch mehr oder weniger, er ist so alt, der Verein, das ist eigentlich fast der Staat. Das heißt, eigentlich ist der Staat dafür zuständig, in seinen Gebieten Menschen, die ertrinken, zu retten. Es gab eine riesige Lücke dort. Dort sind wir rein, MSF und andere NGOs sind dort rein, haben versucht zu helfen, mussten aber ganz schnell auch das politische Thema aufgreifen. Und ich habe dafür auch keine Lösung, weil es natürlich für uns auch nicht möglich zu sagen, okay, wo ist es wichtiger zu helfen. Bei uns natürlich auch so, dass wir allein das deutsche Vereinsgesetz eine Satzung haben, die wir uns damals 2014 ausgedacht haben, weil wir natürlich einfach gesagt haben, okay, wir fahren dahin und helfen Leuten im Mittelmeer. Und allein dadurch, wenn ihr uns spendet, dürfen wir das Geld nur ungefähr in diese Richtung ausgeben. Wir könnten jetzt nicht das Geld ausgeben, zum Beispiel, um in Bosnien Kados zu unterstützen. Das würde die Satzung nicht hergeben. Kann man natürlich ändern, müsste man gucken, ob das funktioniert. Und da muss man dann gucken, haben so kleine NGOs wie Kados, aber auch Sea-Watch überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Wertung von Katastrophenfällen, beziehungsweise was können wir auch, weil bei Sea-Watch ist es natürlich so, dass unser Kernteam, auch die großen Leute herum, sind sehr operativ ausgebildet. Das sind alles Leute, die sich mit Schiffen auskennen. Die würden auf dem Land dann vielleicht nicht so gut arbeiten wie Kados zum Beispiel. Und da muss man sich überlegen, wie kommt man da raus? Oder wer bewertet das am Ende? Habe ich auch keine Antwort zu. Ich würde erstmal sagen, gibt es Fragen zu der Grundthematik, also wie so ein System aufgebaut ist, oder Fragen zu dem, was einer von uns beiden erzählt hat, von dem Hintergrund her? Wie bitte? Achso, Kados macht humanitäre Nothilfe, hauptsächlich medizinische Hilfe. Wir sind in Nordsyrien aktiv, wir sind im Irak gewesen. Letztes Jahr, wie gesagt, immer hinter diesen Fronten zum sogenannten Islamischen Staat, machen jetzt medizinische Nothilfe in Bosnien, bereiten uns auf Jemen vor und sind so ein bisschen eigentlich eine Grassroots, 2014 entstanden aus einem subkulturellen Umfeld und sind irgendwie über diese Nordsyrien-Rojava-Geschichte zu der Idiotentruppe geworden, die von der WHO dahin geschickt wird, wo andere nicht hinwollen. Und sind gerade so ein bisschen auch im Prozess zu reflektieren, ist das eigentlich gut? Macht das noch Spaß? Na, das klingt scheiße, ne? Macht das noch Spaß, aber macht das vor allem halt Sinn? Das macht Kados. Ja. Ist nicht an? Doch, jetzt ist es an. Wenn du sagst, die WHO schickt euch ganz gezielt in Gebiete, ist das dann euer Hauptgeldgeber? Oder unterstützen die euch regelmäßig dabei? Das kommt immer auf die Projekte an, tatsächlich. Also die WHO funktioniert tatsächlich so, das ist vielleicht noch ein Punkt, den habe ich vorhin vergessen, der auch noch gegen UN und das monetäre System spricht. Das ist ein riesen fetter Dinosaurier. Und der ist langsam. Der ist unfassbar langsam. Diese ganze Mosul-Operation hat uns die WHO damals im Endeffekt gebeten, zu sagen, ihr seid gerade da, könnt ihr dahin. Geld gab es dafür erstmal nicht. Bosnien machen wir komplett spendenfinanziert, also ist bei uns so ein Mischding. Nordsyrien, deswegen schreiben wir darüber auch nichts bei uns auf den sozialen Medien, oder nicht viel zumindest, weil wir es unethisch werden, dafür Spendengelder zu kriegen, ist von der WHO finanziert, und dann machen wir das auch im Rahmen dieser Möglichkeit. Genau, vielleicht noch interessant von Sea-Watch, um nochmal so einen noch komplexeren Aspekt da reinzubringen. Wir haben ja gerade über Lücken irgendwie im humanitären Sektor gesprochen und über staatliche oder zum Beispiel die UN, die versucht dort zu helfen. Wenn Staaten überhaupt nicht interessiert daran sind, dass etwas passiert, gibt es auch überhaupt keine Gelder. Das heißt, die Seenotrettung zum Beispiel kann auf gar keine Gelder von Europa oder von der UN ernsthaft zugreifen. Wir sind dadurch komplett auf Spenden, also abhängig von Spenden, von Privatspenden, und müssen
allein da schon dadurch einen extrem großen Fokus auf unsere Medienarbeit, unsere Fundraising-Arbeit ersetzen, um überhaupt möglichst die Möglichkeit haben, mit dem Schiff und dem Flugzeug dort zu operieren. Und das ist nochmal so ein anderer Aspekt, der dann auch dazukommt. Ne? Das gleiche wie eben gesagt wurde in Bosnien, wo dann auch Hilfe nur so minimal, das spiegelt sich dann wieder in, wie viel Geld ist einfach da. Wie viele NGOs können da wirklich arbeiten und auch ihr Equipment bezahlen. Und das ist super abhängig dann einfach von der UN und die UN. Die Souveränität eines Staates steht auf jeden Fall über der UN und damit ist das dann sehr, sehr kompliziert und immer politisch dann auf jeden Fall auch. Du hast gerade darüber gesprochen, dass es ziemlich viele Krisen gibt und dass es schwer zu bewerten ist, wo jetzt eure Kräfte am sinnvollsten eingesetzt sind und es für euch natürlich auch schwierig ist, auf irgendwas anderes als Seenotrettung jetzt euch auszulegen, weil das sowieso schon euer Hauptfokus ist vom Team. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist denn überhaupt der Überblick, wie viele Krisen gibt es so auf der Welt, die jetzt einen Seebezug haben und wie viel sonst? Die einen was Bezug haben? Einen maritimen Bezug, maritimen, also wo man mit Schiffen was anfangen kann. Du siehst ihn ratlos. Naja gut, nein. Also man kann schon was so sagen, es gibt jetzt so zwei größere oder drei, wobei eine ein bisschen kleiner geworden ist. Eine Ägäis zum Beispiel, die ist kleiner geworden, aber was bedeutet kleiner? Da trinken trotzdem Menschen. Es fliehen Menschen von Kuba in die Staaten und ertrinken dort auf Flossen. Es sind alles ein bisschen geringere Zahlen. Dennoch gibt es überall, wo Flucht gibt, auch immer Flucht über See, weil das Meer ist immer relativ schwierig zu kontrollieren oder schwieriger als vielleicht eine Landgrenze zum Teil. Mit Sicherheit gibt es einige von diesen Bereichen, also Marokko, Spanien, Algerien, Spanien, Senegal, Kanaren. Asien? Asien, ja. In Asien ist halt das, die Region, wo eigentlich mal die Seenothilfe angefangen hat. Ne? Kap Anamur hat doch zuerst in Asien geholfen. Also damals die Boat People, die und ganz großes Beispiel natürlich auch Australien, also Asien, Australien, Asien, Neuseeland. Das ist natürlich alles problematisch. Ich würde sagen, die Bewertung ist da nicht so wichtig, weil Ertrinken ist Ertrinken und da ist das Leid dann relativ gleich groß. Schwieriger ist, wenn man zum Beispiel sieht, dass MOAS, eine andere Organisation, versucht hat, in Asien zu helfen und da ziemlich untergegangen ist, auch medial, weil es zum Beispiel total schwierig ist, europäische Journalisten so lange und so weit zu deployen. Ist immer einfacher für uns, die fliegen irgendwie nach Malta, kommen aufs Schiff für 2 Wochen, können dann irgendwie ihre Nachrichten bringen und das ist in anderen Gebieten dann relativ schwierig. Oder es passiert einfach auch ganz lange Zeit nichts. Ne? Also wenn ein Journalist 4 Wochen auf dem Schiff ist und es gibt keinen Rettungsfall, dann ist das halt für das Narrativ bzw. für die Medienarbeit extrem schlecht. Geht. Aber wenn ich wieder so ein bisschen den Arschloch-Anwalt machen darf, geht das natürlich genau in die Richtung. Das heißt im Endeffekt, auch wir Grassroots-Organisationen gehen dahin, wo wir es refinanziert kriegen. Das ist eigentlich mal die Ursprungsgeschichte gewesen, ne, zu sagen, davon trennt man sich. Bei Cardus war das ganz klar so ein Gründungsmythos, zu sagen, es ist widerlich, wie es in Haiti zum Beispiel war. Da gab es große Regionen, wo sehr viel Hilfe stattgefunden hat, nämlich da, wo die Medien waren. Und es gab abgeschlagene Regionen in dem Land. Da hat einfach keiner geholfen, weil da kommst du halt nicht ins Fernsehen, da kriegst du keine Spenden. So, und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann eigentlich offen zugeben muss, okay, man ist den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Und das ist genau die Frage, ne? Also wo ist man eigentlich, wo grenzt man sich eigentlich noch ab? Ich würde ganz kurz darauf antworten. Oder nee? Ich würde dazu auch noch aber vorher noch mal kurz, interessant fand ich ja, du hast ja nicht gesagt, was sind Gebiete, wo Seenotrettung gemacht wird, sondern wo man mit maritimem Bezug in den Einsatz gehen kann. Und dazu fällt mir noch ein, dass abgesehen von den Gegenden, wo es wirklich darum geht, Leute vorm Ertrinken zu retten, der maritime Bezug ja auch umgesetzt werden kann. Zum Beispiel gibt es bei Cardus schon länger die Idee, ein Hospital auf einem Schiff zum Beispiel in den Jemen zu schicken. Und das ist ja auch ein maritimer Bezug. Und damit, mit dieser Lösung, in Gegenden, in denen Krieg ist oder wo man schlecht über Land hin kann, die über die Küste zu versorgen, zum Beispiel mit Supply über Boot oder auch medizinischer Versorgung auf einem Schiff. Und das gibt es ja auch schon. Da hast du ja schon nochmal ein ganz breites Feld, auch mit maritimem Bezug, aber eine ganz andere Richtung. Ja, super interessant. Also das wurde ja auch bei Sea-Watch lange diskutiert, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich glaube, MOAS macht das jetzt auch. Die sind im Jemen gerade. Genau, die sind im Jemen. Ich sag mal einfach so aus der operativen Sicht, ich bin im Vorstand von Sea-Watch und wie wir dann solche Sachen einschätzen auch ein bisschen, ist das möglich? Es ist ein unglaublich riesiges Risiko.
unser Budget ist so, dass wir einen Puffer haben, ja, der ist da. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Asien, Moos hinterhergefahren wären und es wären irgendwie 8 Monate die Gelder weggeblieben, wären wir einfach pleite gewesen, hätten wir das Schiff verkaufen müssen. Dann wäre das halt dicht gewesen. Das ist ein Risiko, ne? Das kann auch funktionieren. Das heißt, es ist immer so eine Schwierigkeit. Das heißt, wenn man never change a running system. Und wenn man natürlich dann Menschen helfen kann, ist man dort. Wir haben jetzt wieder, sind fast 400 Menschen gerettet worden. So. Die wären halt nicht gerettet, vielleicht nicht gerettet worden, wenn proaktiver und Sea-Watch vor Ort gewesen wären. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, die Diskussion auf jeden Fall, um jetzt auch ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, weil ich finde, man kann natürlich selbstkritisch sein und die natürlich auch einen Teil der Verantwortung auf sich ziehen und muss es auch besprechen. Und es ist so, dass bei uns natürlich solche Themen schon besprochen werden. Gleichzeitig hat man ein super komplexes operatives Monster, was man sich da geschaffen hat. Und das ist einfach groß und teuer am Fuß. Und das kostet immer Geld, egal ob es dann im Hafen liegt, das Schiff, oder fährt, kostet Kohle. Und da muss man gut überlegen, okay, wo liegt die Verantwortung? Ich denke, man muss einfach gucken, dass man das Geld, was man bekommt von Leuten, die spenden, so gut wie möglich ausgibt, so wenig wie möglich verschwendet für einen, wie Sepp gesagt hat, einen Wasserkopf irgendwie und da irgendwie 50 Leute im Büro macht und solange, das ist meine persönliche Meinung jetzt, ich weiß nicht, wie Sea-Watch da so genau zusteht, aber man muss da differenzieren, ne? Da gibt es sehr viele Meinungen bei uns, ich habe eine davon. Ich denke, dass solange man nicht das Gefühl hat, man verbrennt da krass Geld, ohne irgendwie, also wir fahren jetzt mal da unten nur rum und eigentlich kommen da gar keine Schiffe und wenn, dann stürzen sich, und das gab es auch Zeiten zum Beispiel, wo so viele neue NGOs ins Mittelmeer gekommen sind, dass es eine Art, ich sag mal, Wettrennen um Flüchtlingsboote gab. Und das gab es zum Beispiel auf Lesbos ganz extrem mit den NGOs, die ja extreme Bilder produzieren wollten, natürlich auch wegen Medien, dass es im Mittelmeer so passiert. Dann kommt so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss man wirklich gucken, ob man Ressourcen abzieht. Im Moment ist es aber eher so, dass eigentlich zu wenig Schiffe dort sind, um das wirklich irgendwie abzudecken. Finde ich schwierig. Also ich habe da auch keine Antwort drauf, aber ich finde die Frage sehr interessant. Also ich komme selbst aus dem Bereich einer größeren Hilfsorganisation und ich muss sagen, das, was ihr macht, ist wichtig und das tut tatsächlich Lücken schließen, die eine große Organisation, weil die Sinn träge, das ist nun mal so, eben aufgrund dieses Aufbaus, das können die nicht decken, selbst wenn sie es wollten. Also das dauert halt einfach Wochen, Monate, Jahre, bis da halt irgendwo vernünftig reagiert werden kann. Allerdings muss man auch sagen, die Organisationen haben an vielen Stellen eine Anerkennung, die ihr leider Gottes noch nicht habt. Und das ist genau der Knackpunkt, den ich persönlich halt sehe an der Stelle. Super, wenn ihr nach Syrien reingeht, aber ihr seid nicht geschützt. Das ist nämlich genau der Grund, warum an vielen Stellen ja dann eben zum Beispiel die großen Organisationen sagen, danke, wir bleiben mal weg, weil es halt eben durch internationale Abkommen, die es halt nun mal dummerweise irgendwo in dieser Welt gibt, eben nicht geschützt ist, wenn die jetzt Leute dort reinschicken. Und genau das produziert halt auch genau diese hässlichen Bilder, die ihr natürlich auch wünschenswerterweise vermeiden wollt. Auf der anderen Seite, wenn es gut geht bei euch, dann produziert ihr halt haufenweise wunderschöne Bilder an der Stelle. Also inwieweit arbeitet ihr denn da auch auf eine Anerkennung oder mit den anderen großen Organisationen zusammen, um da auch mehr Schutz und weiter voranzukommen? Ich sehe ein, zwei Sachen ein bisschen anders. Schutz ist natürlich hochsubjektiv. Ne? Ins Kriegsgebiet gehen und sagen, ich bin geschützt, klingt bescheuert. Wir gehen nicht nach Syrien illegal, bla bla, das läuft unter einem UN-Mandat. Ne? Wenn das WHO-finanzierte Geschichten sind, dann gibt es da natürlich einen Überbau hinter. Syrien hat gesagt, wir brauchen Hilfe, das ist offensichtlich durch den jahrelangen Krieg. Das heißt, an sich gibt es einen Schutz, der Rest ist Organisationsaufgabe. Du musst dir für so ein Kriegsgebiet natürlich andere Strukturen schaffen, als du das machen musst, wenn du, weiß ich nicht, dahin gehst, wo es angenehm ist, Babynahrung zu verteilen und gute Bilder bekommst. Zweite Geschichte kurz zu den Hilfsorganisationen. Diese Emergency Medical Team, ich hoffe, ich drifte nicht zu weit ab, diese Emergency Medical Team Geschichten von der WHO, das ist ein Zertifizierungsprozess, da gibt es 3 Stufen, EMT 1, 2 und 3. Um mal auf Deutschland das nur so zu sehen, wir sind gerade im Zertifizierungsprozess, wenn wir durch sind, sind wir das 6. Team in Deutschland. ASB, Malteser, Johannita, Humedica und ISA. Alle zertifizieren sich als EMT 1.
EMT1 ist ein mega kleines Team und die werden nicht gebraucht bei internationalen Katastrophen, weil die würden in den ersten 2-3 Tagen an der Katastrophe gebraucht werden. Das nochmal zu dem Thema, ne, könnten Organisationen, könnten sie nicht, die könnten alle, Johanniter haben 20.000 Angestellte in Deutschland, wenn die wollen würden, könnten die. Malteser genauso, ASP genauso. Das ist dann, ne, ich war 15 Jahre bei einem von den großen Läden, es ist eine Willensentscheidung auch zu sagen, da gehe ich nicht hin, ich konzentriere mich auf ein anderes Geschäftsgebiet, weil da die Rendite höher ist. Auch humanitäre Hilfe ist ein Geschäft leider. Zu deiner Frage mit den Bildern, das ist genau ein Problem. Das klingt jetzt vielleicht auch doof, wenn ich sage, da steht uns unsere eigene politische Einstellung im Weg. Wir posten keine Fotos von blutigen Kindern. Wir haben diese Bilder. Es gibt, keine Ahnung, ne, so Fernsehbeiträge, Monitor, wo externe Journalisten da waren, wo siehst du Blutsblätter und wie schlimm das ist. Wir finden das unethisch, wenn wir einen Patienten nicht fragen können, ob wir seine Bilder benutzen können. Und wir haben auch uns eigentlich, das ist auch Teil der Gründung, die wir gesagt haben, diese NGO-Pornos, die es da gibt. Kleine Kinder am Wasserhahn, dicke Bäuche, Tränen auf dem Wangen. Ist scheiße. Haben wir keinen Bock drauf. Machen wir nicht. Führt natürlich dazu, dass wir es mega schwer haben, über diesen Spendenmarkt einen Anteil zu bekommen. Auf jeden Fall. Da stehen wir uns selber im Weg. Genau. Ich kann vielleicht nochmal ganz kurz was zu der Sea-Watch-Seite zu sagen. Ist auch, du hast gerade eben gesagt, mit Kinderfotos und mit wie weit geht man ethisch zum Beispiel, zeigt man tote Menschen, zeigt man Gesichter von toten Menschen, das sind alles ethische Fragen. Da gibt es natürlich auch einen Kodex für, einen Pressekodex, kann man im Endeffekt machen, wie man möchte. Man muss sich selbst für sich selbst überlegen, was macht man. Es ist ganz klar, dass ein Kind mehr Spenden bringt als kein Kind. So, das muss man nicht diskutieren, das haben wir öfters ausprobiert. Ja. Man hat immer ganz gut reden, wenn man Kohle auf dem Konto hat. Wir hatten jetzt letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, die Sache, dass wir im Endeffekt einen negativ Downward-Trend hatten, wo wir im Endeffekt die Monate gezählt haben. So. Das hat sich dann zum Glück, finanziell zum Glück, für die Seenotrettung leider zum Negativen entwickelt. Für uns hat es dann wieder stabilisiert. Dann kann man wieder über viele andere Dinge nachdenken, wenn man weiß, okay, man kann jetzt noch die nächsten 10 Monate auch mit einem Puffer überleben. Was wir versuchen, um diese Flexibilität ein bisschen besser zu bekommen, ist, dass wir halt wie MSF, also Ärzte ohne Grenzen oder auch große Organisationen das auch machen, extrem von kleinen Spendern, also Fördermitgliedern, getragen werden, weil die brechen normalerweise, sage ich, weil in Italien mit MSF sieht es gerade anders aus, relativ langsam oder also die Stagnationen sind anders. Und damit kann man einfach auch sagen, okay, wenn wir jetzt was anderes machen und nicht mehr so tolle Bilder produzieren, haben wir trotzdem, werden uns die Fördermitglieder nicht komplett wegbrechen. Und bei uns ist es halt wirklich so, die Monate, die sind, haben Unterschiede zwischen, wir haben 300-400% Unterschied die Monate. Das kommt auf ganz verschiedene, ob es einen großen Artikel gibt, ob wir irgendwo erwähnt werden, was wir an Content auch liefern können, der irgendwie das Narrativ irgendwie auch erklärt für die Menschen. Und wenn wir 2 Monate das nicht liefern können, dann, wir haben Leute, die sich um Ethik kümmern, dann werden die anderen lauter. Weil dann geht es halt, da muss man überlegen, okay, ich würde sagen, wir würden nicht alles verkaufen dafür, deswegen gibt es auch viele Sachen, die wir nicht zeigen. Bei uns ganz berühmt ist, denke ich, das Bild von dem toten Baby, ne? Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Da haben wir, glaube ich, 2 Wochen lang drüber diskutiert, ob wir das machen, ob wir nicht machen. Kann man auf jeden Fall, muss man gar nicht diskutieren, kann man 2 Meinungen zu haben, so, ich weiß auch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Genau, aber wir versuchen halt dadurch, dass wir stabilisieren, einfach auch zu sagen, okay, wir machen andere Operationen, wo wir das Risiko eingehen, dass wir den Content nicht liefern können und auch keine Spenden generieren können. Das ist so ein bisschen unsere Idee, aber das ist auch nicht von heute auf morgen irgendwie gemacht. Ja. Ich würde gerne nochmal unbequem werden und auf das Thema, wie politisch darf humanitäre Hilfe eigentlich sein? Ich finde, da stellt sich auch die Frage, wie politisch kann sie sein und wer definiert das? Also was ist der Impact? Also reicht es schon, eine vermeintlich politische Aussage zu haben oder hat die überhaupt eine Wirkung? Und da fängt es ja schon an. Also wie misst man, dass eine Organisation politisch ist? Also, und da würde ich gerne das Beispiel Civil Fleet bringen und Verantwortung für Spendengelder, finde ich nämlich auch noch ein ganz wichtiges Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr Civil Fleet kennt, aber die haben sich halt gegründet jetzt nachdem es im Mittelmeer halt viele Organisationen sozusagen die Schiffe konfisziert wurden und viele Leute, also es konnten weniger Operationen durchgeführt werden und es gab viele Leute, die was machen wollten, was ja prinzipiell schon mal gut ist.
es gab immer noch viele Tote auf dem Mittelmeer und immer noch viele Leute, die gespendet haben. Und dann gab es auf einmal Geld, eine Kampagne, und es wurde mit diesem Geld, und das war viel Geld, wurde ein Schiff gechartert, ausgebaut, ein Krankenhaus rausgebaut und sollte dann rauslaufen. Dann ist auf einmal das Geld aufgegangen. Diese ganze Operation ist dann leider so ein bisschen versagt. Und ich wollte damit, also worauf ich hinaus will, ist, dass das Geld, wenn man mal überlegen würde, selbst wenn das Schiff rausgeht und zum Beispiel 400 Geflüchtete, die ertrinken würden, das Leben rettet. Man könnte auch überlegen, wenn man mit dem Geld jetzt Nahrungsmittel und Medikamente für Babys im Jemen oder so oder woanders, also egal wo, Moskitonetze im Kongo, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Also wenn man aufrechnet, was man mit dem Geld machen können würde, dann kommt man da drauf, dass das eigentlich ganz schön viel Geld ist, um ganz schön wenig Leute zu retten. Dann könnte man ja sagen, okay, gut, so darf man aber nicht argumentieren, weil man kann überall auf der Welt Menschen retten. Es geht hier um das politische Statement. Und dann ist meine Frage, kann das politische Statement rechtfertigen, dass man mit viel Spendengeldern wenig Menschenleben rettet, oder kann es das nicht? Beziehungsweise woran misst man das? Genau, also würde ich darauf antworten, einfach mal provokativ zurück, da müsste man auf jeden Fall die Berufsfeuerwehr in Deutschland abschaffen, weil die kostet ziemlich viel Geld und rettet relativ wenige Leute. Die deutsche Gesellschaft zur Rettung Seebrüchiger müsste man sofort auch abschaffen, weil die rettet auch nicht mehr als 5 Surfer pro Jahr. Hoffentlich ist da keiner von denen. Nee, die machen natürlich gute Arbeit, aber ich verstehe die Frage, klar. Ja, es ist schwierig, zum Beispiel, wenn man Civil Fleet sieht, muss man vielleicht nochmal, es ist super kompliziert, ich hoffe, ich erzähle nicht so viel Blödsinn. Es ist ein Poker-Game im Mittelmeer. So, und die Idee mit Civil Fleet, da Geld reinzupumpen, war an dem Augenblick, das ist wieder meine Meinung, nicht Sea-Watch, richtig. Weil es nicht klar war, ob andere Schiffe nochmal rauskommen. Dann sind andere Schiffe wieder rausgekommen, unseres, das hat keiner vorhergesehen. Dadurch war das natürlich ein bisschen, ich sag mal, Geld vielleicht auf die falsche Kante gesetzt. Hätte aber genauso gut andersrum kommen können. Dann hätte Sea-Watch sozusagen das Ding zu Ende finanziert und dann hätten wir irgendwie das Teil da aufs Wasser gebracht. Dann wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Ja, Seenotrettung im Mittelmeer ist sauteuer, liegt aber vor allem auch daran, dass der Druck, der politische Druck, also ganz viel Geld bei uns wird für Sicherheit ausgegeben und vor allem Protektionismus gegen die europäischen Länder. Und also unser Schiff muss jetzt, ich habe die letzte Mission, mussten wir nach Gibraltar fahren, weil wir nirgendwo im zentralen Mittelmeer mehr bunkern konnten. Weil uns jeder Hafen nicht mehr erlaubt hat, Diesel zu bunkern. Dann haben wir für 20.000 Euro Diesel verblasen. Klar kann man sagen, hätte man anders planen müssen, aber man kann nicht alle Faktoren immer sagen, okay, das funktioniert nicht. Wir haben jetzt mittlerweile Anfahrten, die sind pro Mission, die 3 Wochen geht, sind das ungefähr 7 bis 8 Tage, die nur drauf gehen, um ins Einlassgebiet zu kommen und zurück. Das liegt nicht an unserer Operation, das liegt daran, dass wir keinen anderen Hafen mehr haben, zu operieren. Und das ist alles unglaublich. Also die Seenotrettung war 2015 wesentlich günstiger, wenn ich so auf Sea-Watch zum Beispiel gucke. Und vor allem die Menschenmengen, die gerettet wurden, wenn man das aufrechnen möchte, größer. Einen letzten Satz noch, glaube ich, der es noch ein bisschen anders zusammenfasst, ist, hat die Person, die dann das Geld bekommt, man macht ein Fundraising, das hat ja schon ein Narrativ, weil du bekommst nämlich kein Narrativ hin, sage ich jetzt mal so in die Runde, für Moskitonetze im Zentralafrika und bekommst dafür 300.000 Euro zusammen. Ist schwierig, so viel Geld zu, weil du brauchst jemanden, der einfach sagt, so, ey, das ist eine coole Aktion, und das Geld ist auch so zusammengekommen, ist im Endeffekt jemand, der ein bisschen Namen hat, sagt halt, ey, das ist eine coole Aktion, spendet Geld. Kann man auch für andere Sachen machen, würde ich trotzdem nicht aufwiegen. Aber ich verstehe die Sache auf jeden Fall. Mir geht es ja eher darum, was ist die politische Message, die das rechtfertigt? Ist die Message, okay, die Politik sozusagen, die ziehen uns immer wieder Schiffe ab, die probieren es uns so schwierig zu machen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das finde ich halt auch schon wieder so, oft habe ich das Gefühl, das reduziert sich, die Argumentation reduziert sich auf ein, wir lassen uns nicht unterkriegen, und dann frage ich mich aber, für was denn jetzt eigentlich? Ja. Also für wen? Genau, also ganz kurze Antwort darauf. Ich denke, wir haben, würde ich sagen, 3 Hauptcluster bei Sea-Watch, die wir so bedienen. Das ist einmal natürlich die wirkliche Retten von Leuten. Würde ich gar nicht mal den größten Cluster sehen. Der zweite, und der ist echt wichtig, das hat man in den letzten Monaten gesehen, ist, das Mittelmeer ist eine riesige Blackbox. Wenn da keins von diesen NGO-Schiffen ist, weiß niemand, was dort passiert. Wir haben kein Bild, das heißt, es ist im Endeffekt eine Ecke in der Welt, und es ist
nicht vor Libyen, das ist die europäische Außengrenze, wo Menschen ertrinken und keiner weiß, wie viele. Das ist die zweite Sache. Und die dritte Sache ist natürlich auch, dass wir immer wieder, ich sag mal, doch mit sehr viel Energie auch und mit sehr viel, wir sind schon ziemlich nervig für die Politik, jedes Mal wieder, auf dieses Problem zielen und zu sagen, es muss eine Möglichkeit geben, für jemanden einzureisen nach Europa, ohne dafür sein Leben zu riskieren. Und dieser Claim, das ist der politische Claim, Safe Passage, der würde ja auch nicht nur fürs Mittelmeer gelten. Der würde ja auch für andere Bereiche gelten, weil zum Beispiel geht es um, wie schafft man zum Beispiel, dass man Visa beantragen kann, wie bekommt man sozusagen schon die Möglichkeit, nach Europa einzureisen, gibt es überhaupt legale Möglichkeiten, wie ist das möglich? Wir haben da keine politische Idee, weil es eine sehr komplexe Sache ist. Also wir wissen nicht genau, wie man das lösen muss, auch nicht unsere Aufgabe. Wir sagen nur, so wie es jetzt ist, führt es dazu, dass Menschen ertrinken. Und mehr oder weniger jeden Tag so. Und nicht nur im Mittelmeer, sondern auch an anderen europäischen Außengrenzen, wo Menschen über die Berge, in den Bergen erfrieren, weil sie nicht den Zug oder den Bus nehmen können, der über die Bergstraße fährt, sondern halt drüber kraxeln müssen. Finde ich der gleiche politische Claim so ein bisschen. Also sehr breit gesagt. Ob der irgendwo ankommt? Gute Frage. Sehr gute Frage. Also ich denke, dass der Claim unbedingt nicht der Claim ankommt, dass wir sagen, wir, also die Idee ist natürlich von ganz vielen Leuten nicht sonderlich erwünscht, weil das bedeutet natürlich schon freie Möglichkeit der Einreise und so weiter und so fort und das, na, da gibt es ja große Ängste und da kann man jetzt auch wieder 2 Stunden drüber diskutieren. Aber was schon ankommt, ist, dass es da Leute gibt, wie zum Beispiel auch mit der Seebrücke und mit den verschiedenen NGOs, die einfach Lärm machen und sagen so, es ist egal, wie es ist, also wie es werden muss, muss besser werden, es muss anders werden, es muss eine Möglichkeit geben, sich hier einzureisen, weil das, was wir jetzt haben, ist das. Und dazu müssen wir die Blackbox ausleuchten, weil wenn wir nicht mehr sagen können, dass dort Menschen sterben, dann verliert es, wie wir eben sagen, dann verliert es dann relativ, also dann ist das nicht mehr so wichtig. Dann ist es keine humanitäre Krise mehr. Und wenn es keine humanitäre Krise mehr ist oder kein Problem mehr ist, muss man doch nicht lösen. Dann kannst du erstmal antworten. Ich muss mal ein paar Sachen aufschreiben. Ich will so viele Sachen was sagen. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob das so sehr passt, weil die Diskussion schon weitergegangen ist. Aber ich fand deine Frage ganz interessant, wie man das politisch rechtfertigen kann. Und es geht vielleicht auch so ein bisschen in die Frage oder Fazit, was ihr da vorne angeworfen habt. Wie kann man da jetzt eigentlich auch entscheiden, wo es jetzt, oder bin ich in der Position zu entscheiden, wo es wichtiger ist, zu helfen oder nicht? Ne? Und also ich habe das Projekt Seehilfe 2014 mitgegründet und wir sind auf Sizilien und unterstützen dort Geflüchtete, die da illegalisiert leben. Also jetzt nicht auf dem Meer, aber dann halt für die Leute, die es nach Sizilien geschafft haben tatsächlich. Und gerade für so Grassroots-Organisationen, die wir ja auch sind, stellt sich für mich auch einfach eine ganz pragmatische Frage, wie man sich erstmal ein stabiles und verlässliches Netzwerk aufbauen kann. Und du bist dann ja auch Expertin in diesem lokalen Bereich oder in diesem bestimmten Metier und das lässt sich meiner Erfahrung nach nicht einfach auf irgendwas anderes überstülpen. Und von daher geht es ein bisschen über diese abstrakte politische Frage hinaus, sondern meine Erfahrung ist halt, man muss pragmatisch schauen, was man, also wo man, in welchem Bereich man sich auch spezialisiert hat. Und dann kann es sein, dass man gerade mehr Kohle hat und weniger Leute im Mittelmeer unterwegs sind, aber dass es trotzdem sinnvoll ist, dort zu bleiben, gerade als kleine Organisation. Das war's schon. Ich würde gerne zu 2, 3 Punkten von gerade eben nochmal was sagen. Diese Blackbox besteht nicht nur im Mittelmeer, das ist wieder immer so ein bisschen mein Punkt. Diese Blackbox besteht seit Jahren in Gesamtasien. Da weiß überhaupt niemand, was da passiert. Dann hat das wieder, könnte ich jetzt ganz sportlich sagen, ja fast schon leicht rassistische Komponente. Wenn es Europas Außentür ist, dann interessiert es. Wenn es irgendwo auf der Welt passiert, ist es scheißegal. Find ich eigentlich schwierig, ohne zu sagen, dass ich den Ansatz falsch finde. Aber ich versuche mal so ein bisschen Negativstimmung in Diskussion zu bringen. Um jetzt gleich wieder dazu was zu sagen oder was Fürsprechendes zu sagen, die Kosten, die bei Sea-Watch auflaufen, sind natürlich eigentlich ein Witz. Seitdem wir auch mit WHO-Projekten arbeiten, sehen wir ja, wie da Gelder verschoben werden und was für Gelder. Das ist irre. Und wenn man sich das anguckt, was teilweise, also worin diese Gelder fließen, wir hatten das in Mosul, in dem Moment, wo wir gar kein Geld bekommen haben, ist eine australische Firma, die auch die Abschiebeinseln vor Australien betreibt und so Medical Aid auf professioneller Basis macht, beauftragt worden, in der Nähe von Mosul ein Krankenhaus zu betreiben.
Die haben Tageshonorare für Ärzte und Ärztinnen von $1,500 angeboten. Wenn man dann mal überlegt, aufsummiert, was das so für Personal bedeutet für Expats und die versuchen dann gar nicht, Lokale anzustellen, dann weiß man, was da für eine Kohle rausgeblasen wird. Ne? Wenn man dann sagt, um so ein Schiff zu betreiben, braucht man, keine Ahnung, im Jahr 1,5 Millionen, dann ist das für uns eine Menge Holz. Und wir denken, oh Gott, ey, das, wir sind immer neidisch und denken, wo kriegt man mal 1,5 Millionen aus Spendengeldern her? Würde bei uns nie passieren. An sich ist diese Hilfe mega günstig. Und wenn man die Kosten der zivilen Seenotrettung vergleicht mit den Kosten der militärischen Seenotrettung im Rahmen dieser Seeoperation, die stattgefunden haben, ist ja auch ein Witz. So, das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz wichtiger Punkt. Eine Gefahr, die ich halt bei all diesen Grassroots sehe, und das war bei uns auch so Teil der Gründungsdiskussion schon, wie schnell kommt es halt eigentlich, dass die Existenz so ein Selbstzweck wird? Und das sehe ich zum Beispiel auch natürlich bei der Seenotrettung nach ein paar Jahren, das sehe ich auch bei uns nach ein paar Jahren, dass man nicht irgendwie jetzt sagt, wir haben das Projekt abgeschlossen, jetzt könnten wir ja wieder zu anderen Organisationen gehen oder wie auch immer, sondern es gibt ja so ein Existenzbedürfnis von einer Organisation, die sich einmal gegründet hat. Ganz egal, Leute daraus Gewinn ziehen oder nicht, auch die ganzen ehrenamtlichen Organisationen haben so einen Selbsterhaltungstrieb. Und das ist natürlich gefährlich, gerade wenn man halt mal richtig Zuspruch bekommen hat. Das war bei uns nach Mosul auch. Ne? Auf einmal waren man die Leute, die im Kriegsgebiet gewesen sind. Und dann kam ganz schnell so das Ding, was machen wir als nächstes im Sinne dieser Organisation, was ganz oft schwachsinnig ist. Ne? Man könnte ja manchmal zum Beispiel auch sagen, weiß ich nicht. Also ist die Frage, ne? Reflektieren wir eigentlich die Situation, in der wir arbeiten, angemessen? Oder finden wir auch immer wieder Gründe, ne? Da zu bleiben? Geht so ein bisschen genau in diese Fragestellung. Und es traut sich keiner so richtig zu diskutieren. Ne? Auch dieses so, gibt es eine Wertigkeit von Sterben? Absolut, klar. Ich weiß damals ganz kurz, als wir in Mosul waren, wir haben ja eigentlich vorher in Nordsyrien gearbeitet mit den syrischen Kurden und Kurdinnen, da waren die stinksauer und haben gesagt so, warum seid ihr in Mosul? In Mosul ist die humanitäre Lage 5 Sterne gegen die bei uns in Syrien. Wo wir immer meinten, naja, erschossen fühlt sich es auf beiden Seiten gleich an mit Sicherheit. Ich habe aber den Punkt an sich verstanden, dass die gesagt haben, da sind 10 Hilfsorganisationen, hier ist keine, also kommt hier rüber. Ja, also man kommt durchaus in Situationen, über die Wertigkeit von Sterben diskutieren zu müssen. Und letzter Punkt vielleicht, diese Frage nach der politischen Forderung und wie wichtig ist die und wohin muss die gehen und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sich fragen muss, was ist man eigentlich? Ist man eine politische NGO, die humanitäre Hilfe macht, mit allen Problemen, die das nach sich zieht in Bezug auf International Humanitarian Law, oder ist man eine NGO aus Linken, die versucht, in dem System halt Dinge anders zu machen. Ne? Das sind, glaube ich, die 2 Seiten, die ja teilweise hier gerade so stehen. Ja, als Linker sieht man natürlich das Problem immer im System. Genau, also ich würde auf eine Sache nochmal zurückkommen, was ich auch total wichtig finde, was eigentlich die allergrößte Problematik ist. Ich glaube, das ist eine menschliche Problematik. Das ist, wir sagen immer bei uns, oder kann man so sagen, auf dem Wasser arbeiten wir zusammen, an Land sind wir Konkurrenten, weil da geht es um Geld. Und da geht es um Protektionismus, da geht es ums Überleben. Und genau diese Ängste machen genau einen großen Vorteil, den die Grassroot-Organisationen ja haben, gegenüber den großen eigentlich Wetten. Das ist die Dynamik. Wie geht dann flöten? Weil wenn man Angst hat, erstens überhaupt das Recht zu haben, zu existieren, oder das Geld zu haben, zu existieren, wenn man Angst um diese beiden Sachen hat, dann muss man sich nicht überlegen, okay, wie viel Sinn macht noch die Arbeit, die man tut, und wo ist die Red Line? Und wir haben da ganz viel auch drüber diskutiert. Es gab Überlegungen auch zum Beispiel, Operationen zu pausieren. MSF macht das immer ein bisschen schneller, weil die da, glaube ich, relativ gute SOPs haben, wo die einfach sagen, okay, also die haben einfach eine sehr, ich sag mal, technokratisierte Modelle, mit denen die dann sagen, okay, hier, wenn das so läuft, dann machen wir es halt nicht mehr. Bei uns sind natürlich Aktivisten und da geht es auch um Emotionen, da geht es um, was machen wir da überhaupt? Ne? Das sind alles Menschen, denen das sehr am Herzen liegt. Nicht nur die Operation an sich, sondern natürlich auch einfach, weil die zum großen Teil auch gesehen haben, wie es dort aussieht und was das im schlimmsten Fall macht mit den Menschen, die ertrinken, nämlich dass sie sterben. Und da muss man, glaube ich, gucken, wie kommt man da raus, wie findet man die richtigen Diskussionspunkte oder die richtigen Fragestellungen. Und hat man den Mut, sich denen auch zu stellen? Ne? Also wie kommt man zu dem Punkt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt bis hierhin und dann machen wir alles, um zum Beispiel Gelder zu shiften. Ne? Also man kann natürlich auch Gelder shiften, das geht alles irgendwie, muss man ein bisschen gucken, wie man es macht, aber das geht immer. Und genau, und dann überlegt,
wo kann man was anderes machen mit zum Beispiel mit den Ähnlichen. Da kommt wieder die Existenzangst dazu. Das wurde, glaube ich, da mal kurz gesagt mit dem Knowledge Base, die wir aufgebaut haben und vor allem auch mit den Leuten, die wir haben. Natürlich können wir sagen, okay, wir machen jetzt auch medizinische Versorgung. Da müssten wir halt ungefähr 80% unserer Leute irgendwie sozusagen blöderweise für die Tür setzen, weil die davon keinen Plan haben. Aber wenn man das Geld hat und die Ressourcen hat, dann kann man es auch machen. Aber dann sind natürlich 80% der Leute, die sind vereint, der ist demokratisch, wären vielleicht nicht dafür. Und dann muss man die richtigen Argumente haben für diese Leute oder die richtigen Diskussionen führen, um da wegzukommen. Und das ist nicht leicht. Da oben war noch eine Frage zuerst. Achso, ja. Du bist vorhin auf so ein paar kritischen Punkten eingegangen, kritische Selbstreflexion. Ich bin von einer kleinen NGO, die sich so in Asien seit Jahren herumschlägt, und ich habe mehrere Projekte gesehen, die dann zur Folge hatten, dass sich so staatliche Stellen zurückgezogen haben. Die haben gesagt, da gibt es so eine NGO, die macht das, Gesundheitswesen, Bildung oder so, und die haben sich einfach zurückgezogen. Was irgendwie eine sehr negative, der Worst Case eigentlich ist, weil so eine NGO geht irgendwann wieder. Wie seht ihr das? Ich glaube, wir differenzieren da zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Nothilfe und haben den feigen und bequemen Weg gewählt und haben gesagt, wir machen nur humanitäre Nothilfe, damit wir uns genau dieser Diskussion nicht stellen müssen. Ja, es ist schon, also humanitäre Nothilfe definiert sich ja schon allein anders. Wie ich am Anfang schon meinte, ein Staat muss eigentlich sagen, kommt hierher, oder ein Staat muss es in dem Moment schon von der Grundkonstitution ja nicht auf die Kette kriegen, wie in Bosnien gerade. Die Diskussion ist total schwierig. Die ist dann vielleicht nicht so ethisch aufgeladen, wie bei einer Wertigkeit von Sterben gegeneinander aufzurechnen. Aber klar, ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Staatskonstruktionen, und Kapitalismus ist scheiße. Das ist eine Folge davon, dass das so passiert. Wir sehen das natürlich schwierig, deswegen haben wir gesagt, diese Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, wir für uns wollen das nicht, weil wir es gerade nicht in einen Kanal kriegen würden, mit dem wir alle glücklich wären. Deswegen konzentrieren wir uns ganz allein auf Nothilfe. Feige, aber bequem. Und bei uns gibt es ja die sozusagen auch zwei Möglichkeiten. Ne? Man kann sich nur dem Retten verschreiben, wie zum Beispiel auch gewisse Organisationen gemacht haben. Und da würde ich gerne was zu sagen. Das jetzt, klingt jetzt ein bisschen hämisch, böse. Will ich gar nicht sein. Aber wir wurden ziemlich stark belächelt. Wir wurden ziemlich stark auch ausgegrenzt. Ja, nicht ausgegrenzt. Aber wir wurden, ich sag mal, nicht wirklich ernst genommen, ganz lange auf dem Mittelmeer. Weil größere Organisationen, ohne Namen zu nennen, waren der Meinung, dass wenn man eine zu große Klappe hat, kriegt man zuerst auf die Fresse. Unser Schiff fährt noch. Ich will nicht böse sein, weil es Quatsch ist. Jedes Schiff soll fahren. Bin ich, ja. Aber es ist halt so, damit will ich eigentlich nur sagen, wir hätten auch falsch liegen können. Ne? Es gibt da kein richtig oder falsch, wenn man es mal jetzt nur strategisch sieht, wie kann man sich länger vor Ort irgendwie verorten zum Beispiel. Und wie kann man da weiter arbeiten. Bringt man da eine Message mit. Ne? Also Carlos kann ja, wenn ihr euren Stabilization Point irgendwo habt, könnt ihr natürlich auch gewisse Dinge sagen über den Krieg. Allerdings ist es ein sehr komplexes Narrativ, was man da irgendwie produzieren müsste. Und da kann man sich auch ganz schnell irgendwie, bei uns ist es ein bisschen leichter, das Narrativ zu spinnen. Einfache Narrative sind immer gut, um Spenden zu generieren auch. Ich finde, dass zu Grassroot-Organisationen, die aus dem, ich sag mal, politischen Kontext oder beziehungsweise aus dem Aktivismus herausgeboren werden, auch immer die Idee steht, dass es da auch eine andere Lösung für gibt, weil sonst kann man ja auch, sonst könnte ich auch zu MSF gehen als Logistiker. Wenn ich sagen würde, okay, MSF macht das perfekt und so gehe ich, dann gehe ich halt auf die Aquarius und helfe dort auch, könnte ich auch machen, wäre ich sogar bezahlt für. Aber genau denke ich, ich habe da schon auch ein bisschen die Arroganz zu sagen, okay, wir können das günstiger machen, wir können weniger Ressourcen verschwenden, wir können gleichzeitig noch eine Message mitbringen. Und das halte ich natürlich für richtig, sonst wäre ich nicht bei Seabox, sonst wäre ich halt woanders. Das ist meine persönliche Meinung. Richtig oder falsch gibt es da, glaube ich, nicht. Ja. Also, alle gleichzeitig. Also nicht dazu, sondern nochmal eine andere Frage, die weniger auf das, also auf die moralischen und ethischen Grenzen des Wo und Was erzielt, sondern auch das Wie. Gibt es da Probleme, die Sie euch in der Arbeit tatsächlich mit, sei es Geflüchteten, Ertrinkenden oder anderen Menschen in Not
also ins Auge gefallen sind, weil gerade wenn man hilft aus Aktivismus heraus, kann das ja auch in der konkreten Zusammenarbeit mit Menschen, die halt zum Teil nicht Aktivisten sind, vielleicht auch die eine oder andere Frage aufwerfen. Genau, einfach nur auf eine Frage ist. Da könnte ich, glaube ich, super einfach darauf antworten. Ja. Also natürlich gibt es bei uns Spannungsfelder auf dem Schiff, weil wir haben viele Aktivisten und auch Leute, die, ich sag mal, aus einem eher operativen Kontext kommen und die vielleicht gewisse Sachen, die würden jetzt nicht unbedingt so gerne No Nations, No Borders, ist nicht deren Slogan so. Natürlich gibt es bei uns auch Aktivisten, die das schon auch vertreten. Da muss man irgendwie praktisch bleiben. Ne? Bei uns auf dem Schiff muss man irgendwie gucken, wie man das dann regelt. Wir sind aber, und das ist klar, Sea-Watch ist eine auch politische Organisation und das sieht man auch an den Sachen, die wir sagen. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit der Aquarius, die, würde ich sagen, relativ operativ, relativ ähnliche Arbeit macht wie wir, zu wesentlich höheren Kosten, auch böse wieder. Wenn man das vergleicht so, dann sind die politischen Statements doch wesentlich geringer. Interessant ist aber da, dass wir immer sehr, sehr positives Feedback aus den MSF-Reihen bekommen, weil die sagen, eigentlich würden wir das auch gerne mal sagen. So, aber die haben halt auch sehr, sehr krasse Richtlinien und die wurden schon extrem gedehnt im Mittelmeer. MSF hat vor dem Mittelmeer, hätten die relativ wenig sowas gesagt, machen wir nicht. Zum Beispiel hat MSF damals die europäischen Gelder zurückgegeben. Macht bei MSF nicht so sonderlich viel aus, deswegen war es auch so ein bisschen so große Geste, aber eigentlich war es nicht sonderlich viel. Aber trotzdem haben die gesagt, wir nehmen jetzt keine staatlichen Gelder mehr an, weil wir den staatlichen Akteur, die EU, auch dafür verantwortlich machen, dass es so ist, wie es ist. Also die haben sich auch ein bisschen verändert und sind mehr politisch geworden in dem Thema. Von meiner Seite vielleicht, das ist das tägliche Brot, die Frage nach dem Wie. Es ist immer die Frage, du hast immer eine Intercultural Gap. Wenn du in Kriegsgebiete gehst zum Beispiel, geht es nicht anders, als sich mit Militär auseinanderzusetzen oder mit den Milizen, die vor Ort sind. Das ist für Hilfsorganisationen, die das machen, tägliches Brot. Ich habe da keinen Bock drauf, eigentlich. Muss ich aber machen, sonst komme ich nicht dahin. Ne? Klassische Güterabwägung. Wir hatten in Mosul ganz viele Probleme damit, dass das Militär uns natürlich auch Verletzte gebracht hat und gesagt hat, die werden zuerst behandelt, vor Zivilisten und Zivilistinnen. Und wir quasi täglich in dem Streit gewesen sind, zu sagen, wir setzen unser Konzept um, nämlich die Person mit dem größten Need bekommt zuerst. Also diese Frage nach dem Wie, die ist halt immer da. Du hast auch dieses Ding in Gesellschaften, wo das Patriarchat noch stärker ist als hier, ist genau dieses Ding, ne? Kommt der Mann zuerst ran, wie ist es, gehen wir darauf ein, wenn wir keine weibliche Medizinerin haben, dass Frauen nicht behandelt werden, akzeptieren wir diese kulturellen Geschichten, das ist täglich Brot, das ist auch immer wieder eine neue Anstrengung, da kann man Meinung zu haben, wird oft, ja, ist halt, das begleitet. Aber es ist, um vielleicht ein bisschen positiver zu sein, es ist absolut lösbar, ne? Also wir lösen das jeden Tag auf diesem Schiff, lösen wir das mit, ich sag mal, extremen Aktivisten und extrem operativ eingestellten Leuten, mit Menschen, die wir retten, die aus verschiedenen Ethnien kommen, die untereinander auch oft sich nicht so gut vertragen. Genau, auch Leute, die dann zum Beispiel Personal von uns nicht akzeptieren oder auch einfach nicht denen zuhören. Funktioniert trotzdem. Ja. Was ich jetzt nochmal ganz interessant finde, ist, du hast vorhin gesagt, wenn jetzt die Weltsituation an sich nicht passt, es gibt nicht die richtige Krise, nicht das richtige Aufgabenfeld für euch, dann könnte man sich auch am nächsten Tag anderen Hilfsorganisationen anschließen oder sowas. Auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, ihr seid auch durch eure Skills ein bisschen festgefahren in dem, was ihr machen könnt und dementsprechend auch müsst. Was ist so, also jetzt für eure beiden Organisationen, was würdet ihr sagen, ist das, was euch ausmacht, über die Menschen hinaus, die da drin sind, weil die können ja überall mitarbeiten eigentlich. Ich glaube, bei uns ist tatsächlich die Entscheidung, wir sind keine Grassroots mehr, würde ich sagen, weil mittlerweile sind wir dafür zu professionell, also das klingt so, als wenn Grassroots nicht professionell sein könnten, aber dafür sind wir zu sehr tatsächlich schon in diesem Feld, auch größere Aufträge abzuarbeiten. Und ich glaube, uns macht aus, dass wir den Schritt gegangen sind, aber trotzdem nicht das geworden sind, was andere NGOs sind, sondern uns noch genau dieser Lücken halt einnehmen. Also wir haben so ein bisschen dieses Grassroots-Feeling mitgenommen noch, sind aktivistenmäßig sehr im ehrenamtlichen Bereich verankert, aber machen tatsächlich Themen, die andere nicht machen wollen. So, ich glaube, wenn wir die
x-te Organisation wäre, die sich nur auf Erdbeben vorbereiten würde, dann würde ich mittlerweile sagen, wären wir 1A austauschbar. Durch die Projekte, die wir jetzt machen, sind wir es tatsächlich einfach nicht. Ich will nur ganz kurz darauf antworten. Also bei uns sind zwei Faktoren. Einmal das sehr große technische Equipment, was wir haben mit dem Flugzeug und dem Schiff, was man natürlich auch, wie Lisa eben gesagt hatte, auch anders nutzen können, zum Beispiel als mobiles Hospital, oder gibt es bestimmt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man das nutzen könnte. Ich denke, dass unsere Stärke vielleicht doch auch in der Flexibilität der Leute steckt, weil natürlich gibt es ein paar Leute, die sehr schiffsspezifisch sind, also oder flugzeugspezifisch. Wenn wir kein Flugzeug mehr haben, brauchen wir eventuell keinen Piloten mehr. Der Pilot ist aber vielleicht trotzdem auch jemand, der gut helfen kann. Weil viele Aktivisten haben ja auch kommen aus Berufsgruppen, die jetzt nicht unbedingt 100% zu dem passen, was sie dann wirklich machen, außer in den extrem spezialisierten Sachen. Ne? Zum Beispiel Arzt ist, Kapitän oder Maschinist. Das sind Dinge, die sind jetzt nicht so flexibel. Aber ganz viele andere Sachen sind relativ flexibel. Und ich glaube schon, dass Sea-Watch auch auf andere Dinge reagieren könnte. Aber dazu müsste man auch, und das ist glaube ich das Allerschwierigste, man müsste, und da tue ich mir zum Beispiel auch jetzt zum Augenblick einfach schwer mit der, einfach mit der Lage, man muss sagen, okay, man gibt das auf. Ne? Also man musste, ich rede jetzt mal abgesehen von anderen Leuten so, ne? Man kann sich sagen, okay, wir sind die zuerst die Reißleine ziehen, haha, die anderen sind Idioten. Aber irgendwann muss man sagen, okay, wir verlassen ein Krisengebiet, obwohl wir eigentlich keinen Need haben. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist im Krisengebiet, wo man einfach sagt, okay, unsere Risikomatrix sieht jetzt doch ganz schön rot aus, und wir haben ganz klar gesagt, das ist ein Pull-Out-Faktor bzw. Reißleine, wird jetzt gezogen, und das haben wir uns vorher so überlegt, dann macht man das. Bei uns ist das eigentlich nicht so. Das heißt, wir würden rausgehen, weil wir sagen, okay, um jetzt mal ganz blöd wieder darauf zurückzukommen, naja, also wir hatten damals, 2015, hat als Menschenleben, was wir gerettet haben, glaube ich, 48 Euro gekostet. Haben wir mal ausgerechnet. Finde ich eigentlich okay. So. Das ist jetzt, wir haben jetzt 33 Leute gerettet. Die Mission kostet ungefähr 140.000 Euro. Andere Zahl, klar. Hätte aber auch genauso gut sein können, dass die Open Arms von Proactiva nicht da gewesen, hätten wir 400 Leute gerettet, dann wäre es wieder eine andere Zahl gewesen. Es ist total schwer zu sagen. Ich glaube, es ist total schwierig, da darf man sich nichts vormachen, zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier als letzte NGO raus. Und wir wissen aber eigentlich im Hinterkopf, dass dadurch das Problem nicht weg ist. Auch, und das vielleicht dann das Gute, sie wird unsichtbar, das heißt, keiner weiß mehr, was passiert, dann kann man auch sagen, okay, sehen wir nicht, nicht so schlimm. Aber ich glaube, das wäre für alle anderen NGOs auch schlimm, wenn man jetzt das einzige Hospital irgendwo noch ist und irgendwann sagt, okay, jetzt ist unser, da wird jetzt hier so hell orange, ja, eigentlich schon rot. Wenn wir jetzt noch eine 0,5 machen würden, dann wäre es echt rot. Dann müssten wir eigentlich rausziehen. Na gut, dann machen wir mal eine 0,0. Weil, wenn man das letzte Krankenhaus ist, weiß man, wenn man dieses Krankenhaus abbaut und das Medizin, das Personal abzieht und das Equipment abzieht, dann sind die Leute trotzdem noch da und brauchen dieses Krankenhaus. Und man zieht die Leute halt ab, weil es nicht mehr möglich ist. So, und das ist natürlich, das schwingt mit. Also, das ist, glaube ich, kann ich nicht beantworten, das ist schwierig. Ich würde da vielleicht noch ganz kurz nachsetzen, aber eine Sache, die ich bei den beiden Organisationen finde, die sie noch, oder die Existenzberechtigung machen, ich begreife ja beide Organisationen als politisch. Ich finde, wenn Sea-Watch jetzt sagen würde, wir versuchen uns mehr anzupassen, wir lassen diese Aussage, Safe Passage, wir fordern nur noch, es muss Seenotrettung geben, ne, was weiß ich, so, dann könnte auch, keine Ahnung, dass jede staatliche Stelle übernehmen. Dann gäbe es dann nicht mehr sozusagen diese Wichtigkeit, dass das Volunteers machen auf einer ehrenamtlichen Basis. Und bei uns, ich begreife ja unsere Entscheidungen auch durchaus als politisch. Wenn ich sage, wir wollen jetzt eine Outbreak-Unit machen, weil zu Ebola niemand hin will, dann ist das für mich eine politische Entscheidung, weil ich finde das durchaus komplett rassistisch, was da passiert. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass, genau, was ich bei beiden eigentlich finde, was so ein Existenzrecht ausmacht, dass das schon humanitäres Handeln auch politisch begriffen wird. Und für mich ist das kein Widerspruch. Ich würde einen Satz noch sagen. Ey, du hast auch ganz viel geredet. Hallo? Guck mal, die anderen haben nicht so viel geredet. Nee, ich wollte noch mal zum einen Thema kommen, weil geht es ja ganz viel darum, ändert man sein operatives, die Area, wo man operiert. Wir haben sehr lange zum Beispiel über Rohingya-Flüchtlinge geredet. Wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen damals, obwohl das wirklich auf dem Tisch lag. Wir haben das auch durchgerechnet und alles. Jawohl. Weil, und da war ich auch der Meinung, wir nicht die Skills hatten, um das durchzuführen.
Wir hätten die Logistik einfach, das hätte unglaublich lange für uns gebraucht. Wir hätten das Geld nicht, um, ich sag mal, eine teure, wir hätten jetzt nicht irgendwie 20 DHL-Maschinen irgendwie uns chartern können, den Kram darunter fliegen, das hätten wir uns nicht leisten können. Das kann dann andere NGOs können das machen, wir nicht. Das heißt, wir hätten uns was so grassroot-mäßig da wieder aufbauen müssen, so im Feld. Das hätte einfach unglaublich lange gedauert, wo wir keinen Content produzieren hätten können. Und keiner kennt sich dort aus. Keiner von uns in dieser NGO hat irgendeinen Plan, was da abgeht. Das heißt, wir hätten ganz viele neue Leute akquirieren müssen, alles möglich. Aber das waren alles so Faktoren, wo wir gesagt haben, okay, wir trauen uns das ehrlich gesagt nicht zu. Also in dem Punkt, wo wir da waren, auch unter dem Stress, unter dem wir standen, haben wir einfach gesagt, okay, dieses Projekt wird uns das Genick brechen. So, das war so ein bisschen das Outcome. Kann man natürlich sagen, okay, wart ihr nicht mutig genug? Ich glaube, es hätte uns das Genick gebrochen. So, wenn man sich so anguckt, wie das zum Beispiel bei Moors dann gelaufen ist. Muss aber nicht sein. Da ich ja schon so geredet habe, mache ich das jetzt ganz kurz. Und zwar, ich fand nur vorhin, das ist jetzt schon eine halbe Ewigkeit her, bei Joe so interessant, dass er vier Begriffe in einem Satz hatte, die es, glaube ich, ziemlich genau treffen. Und zwar einmal hat er geredet über die Crew, die ja in vielen NGOs aktiv ist, Emotionen und Aktionismus. Und ich glaube, das ist was, was das eine Mischung ist, die zwar gut ist und die ganz, ganz viel möglich macht, weil ohne genau diese Emotionen und diesen Aktivismus und Aktionismus wäre vieles gar nicht möglich gewesen, aber gleichzeitig ist das halt auch eine Mischung, die eine kritische Reflexion der kompletten Situation und des eigenen Tuns auch oft sehr stark eingrenzt. Und dann hat man halt im Gegensatz zu anderen Organisationen, die entweder nur politisch oder nur operativ, also reine humanitäre Hilfe oder eine basierte politische Arbeit, ist genau in solchen, das sind nämlich so Grenzgebiete, Seenotrettung oder das, was Kados macht, ist eben ein Bereich, wo halt sowohl das Operative als auch das Politische von den gleichen Menschen durchgeführt wird und das dann noch mit Emotionen, das ist natürlich schwierig da. Und nochmal zu diesen Fragen, ihr habt keine Lösung. Ja, eine Lösung wäre, das ist total utopisch, aber wenn man sich überlegt, dass die WHO und die United Nations zum Beispiel nach diesen Desastern gesagt haben, okay, das lässt sich lösen, indem man das Ganze koordiniert und auch zertifiziert, da wäre es ja eigentlich schön, wenn sich diese ganzen linken, radikalen NGOs auch irgendwie was einfallen lassen, wie sie sich absprechen, wo Hilfe nötig ist und, wie du sagst, da ist ja oft eine Kommunikationshemmung, dass es zu einer Konkurrenz wird. Und das ist verständlich gerade, ne? Aktivismus, Emotionen und so weiter, aber auf der anderen Seite bricht uns das ja das Genick und das erinnert mich wieder daran, was ja eigentlich, jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, aber was auf anderer Ebene ja in ganz Europa passiert, dass die Linke nämlich sich untereinander bekämpft, dass irgendwie die verschiedenen Bereiche der Antifa gegeneinander Krieg führen, anstatt gegen die Rechten und dass deswegen die Rechte so weit erstarkt, dass die Linke dann irgendwie ins Klo guckt. Und das ist was mit der ganzen Seenotrettung oder auch mit den ganzen anderen NGOs nämlich auch passieren kann, dass sie sich so darauf konzentrieren, sich gegenseitig auszubooten, dass der eigentliche Feind dann nämlich irgendwie sagt, haha, und jetzt finden wir wieder eine Lösung, um irgendein Schiff von der See zu schnappen, sei es der Müll bei der Aquarius oder sonst was. Und ja. Antworten noch? Was wird durch mit der Zeit? Nee, ich sag jetzt mal nichts dazu, ich wollte es ja weiter. Danke, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, du sagtest, es sei eben auch so mit von den politischen Gedanken bestimmt No Nations, No Borders. Und mich würde einfach mal die Selbstanschätzung und die Selbstbewertung interessieren, ob du nach so ein paar Jahren sagen würdest, das hätte auch einen Effekt in die Richtung erzielt. Denn wenn ich mich alleine an den Vortrag gestern Abend über Frontex erinnere, also meine Einschätzung wäre, es ist das absolute Gegenteil davon passiert. Nie waren die Grenzen und auch die Bemühungen, die Grenzen zu schließen und zu verfestigen intensiver als jetzt. Und meine Frage ist, ob manches nicht, wenn es reflektierter erfolgen würde, letztendlich eine viel größere Chance bieten würde, wirklich die Not zu lindern, als wenn man sagt, man geht da mit so einem Aktivismus rein, der eigentlich so einen Gegenimpuls regelrecht provoziert. Würde ich gerne darauf antworten, habe ich ganz lange darüber diskutiert, das ist eine hochphilosophische Frage und die allerböseste von allen. Das ist sozusagen die self-fulfilling prophecy, dass wir sagen, okay, wir kämpfen gegen etwas, aber weil wir dagegen kämpfen, machen wir es zum Thema und wir sind
ein Grund, warum die AfD die populistische Angst auch schüren kann. Einer, ein kleiner oder vielleicht ein großer, weil wir natürlich die Sachen in die Medien bringen. Wenn es nicht in den Medien wäre, wäre es vielleicht nicht so ein großes Thema. Also ich bin jetzt hypothetisch, wäre es nicht so ein großes Thema. Und das große Thema hätten gewisse Strömungen in Deutschland auch nicht so viel Anhaltspunkte, um zu diskutieren oder zu auch Diskussionen auch irgendwie scheinbar oder gefühlt zu gewinnen in gewissen Bereichen. Klar, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Kann man nachher immer... Sepp hat eine Antwort. Ich würde tatsächlich sagen, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich sehe das überhaupt nicht so. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ich sehe das überhaupt nicht so. Migration, weil das koppelt so ein bisschen dieses Ding, ne, nach dem Motto, die Migration und die Diskussion über Migration hängt an der Seenotrettung oder hängt an der Hilfe. Und das glaube ich überhaupt nicht, weil es ist eigentlich auch bei den großen Organisationen, United Nations ist total klar, Flucht und Migration ist weltweit ein Thema und hängt nicht damit zusammen, dass es Leute gibt, die helfen wollen, sondern es hängt zusammen mit Dürre, mit Klimawandel, mit politischer Instabilität im globalen Süden und sie würde sowieso stattfinden. Was 2015 stattgefunden hat in der Ägäis, das war ja ein relativ sicherer Seeweg. Da sind nicht so viele gestorben wie im Mittelmeer. Trotzdem war es folgerichtig, denen zu helfen, die da auch unterwegs waren. Die Fluchtroute ist ja nicht geschlossen worden, weil geholfen wurde. Die Fluchtroute war da, bevor die Seenotrettung kam, das ist beim Mittelmeer genauso. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, das, wo man halt ganz klar sagen muss, nicht auf die eigenen Organisationen gucken und auf die Bemühungen, was zu tun und zu sagen, ihr befeuert das doch. Die AfD wäre trotzdem erstarkt, weil das Migrationsthema wäre, oder das Migration ist da und es wird bleiben. Und es hat mit den Hilfsmaßnahmen gar nichts zu tun. Das ist eher vielleicht ein Katalysator für eine politische Diskussion. Aber diese 25% rechte Dumpfbacken, die zu Hause im Wohnzimmer auch starke Meinung machen, die gab es auch schon vor der Migration, glaube ich. Also vor dem Migrationsthema. Deswegen würde ich da halt sagen, wir haben 2015, 2016 auch Seenotrettung gemacht. Ich würde es jederzeit wieder machen zu der Thematik und ich habe nicht das Gefühl, auch nur ansatzweise sagen zu müssen, in ein paar Jahren so, oh, vielleicht hat das was mit der Veränderung der politischen Landschaft zu tun. Wenn überhaupt, ist es ein Katalysator. Ist ja, glaube ich, gerade einfach nicht anders. Und ich glaube, es ist auch egal, weil man weiß nachher immer irgendwas anders, besser als vorher, vielleicht hätte Fahrradkette. Ich glaube, diese Zusammenhänge sind so komplex, dass es dann ganz schwierig wird, die auf einzelne Faktoren runterzurechnen. Das ist dann mathematisch auch nicht mehr möglich, weil ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da ging es um eine Kausalität, ne, von unserem Arbeiten und auch einer gewissen rechten Strömung, die dann auch unterstützt wird sozusagen durch die Arbeit, die wir machen. Vielleicht habe ich auch die Frage ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, Sepp hat das ganz gut beantwortet eigentlich. Es ging mir schon um den politischen Anspruch und auch die Frage, ob man in der Lage ist, mit dem Handeln, so wie ihr das ausführt, diesen politischen Anspruch umzusetzen oder zu erreichen. Und ich wäre eher geneigt, das skeptisch zu sehen. Also ich glaube, dass das gar nicht so gelingt, weil die Gegenreaktion, die dadurch impliziert wird, jedenfalls wenn man einfach die politische Veränderung eigentlich in ganz Europa ansieht, dass ja Italien ist, also muss man wirklich wohl sagen, eine rechtsextreme Partei an der Macht. In Belgien gibt es eine Regierungskrise, in Frankreich hat, glaube ich, aktuell Le Pen eine Mehrheit. Also in Spanien kippt das Richtung rechts um. Also eigentlich muss man sagen, die Bilanz, würde ich sagen, zumindest wenn dieser politische Anspruch mal dann Vordergrund gerückt wird, der ist also wohl nicht aufgegangen. Also wäre meine Einschätzung. Sehr pessimistisch. Aber ja, wobei ich jetzt auch finde, dass hier sich ein paar Themen vermischen, die ja, gar nicht so viel, glaube ich, miteinander zu tun haben. Also, dass es einen Rechtsruck in Europa gibt, politisch. Können wir jetzt auch einfach diskutieren nach der Diskussion? Können wir vielleicht gerne darüber nochmal sprechen? Genau. Vielleicht. Genauso übrigens wie das Thema, ob sich jetzt die Linke zerstreitet oder nicht. Und ganz ehrlich, allein schon, das, um mal was Positives einzuwerfen, allein schon, dass wir heute hier alle zusammen diesen Stand haben, finde ich, spricht eigentlich ein bisschen dagegen, dass man sich jetzt gegenseitig aufreibt und in so krasse Konkurrenz miteinander tritt. So. Ich mag Sebastian eigentlich auch. Wir haben noch 5 Minuten. Ich würde sagen, wenn es noch eine konkrete Frage gibt... Keine Frage, sondern eine Anmerkung zu dem, was der Herr da drüben gesagt hat. Also
Durch diese Dublin-Regelungen wurden die südlichen mediterranen Länder alleine gelassen mit der Zuwanderung. Und natürlich hat es dazu geführt, dass dort ein fremdenfeindlicher Rechtsruck stattgefunden hat. Und jetzt umgekehrt zu behaupten, dass die Menschen, die sich dem Rechtsruck entgegensetzen und humanitäre Maßnahmen aus Gründen der Humanität praktizieren, dass die dann schuld an dem Rechtsruck seien. Also entschuldigen Sie mal. Okay, ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das gleich nochmal vielleicht diskutieren. Und vielleicht haben wir noch eine Frage, weil wir haben bestimmt noch 4,5 Minuten. Muss auch nicht, wenn ich habe. Da ist eine Frage. So, Jonas, bis zum bitteren Ende. Ja, vielen Dank. Ihr hattet ja angesprochen, dass das immer wieder zu Problemen führt, dass ihr hauptsächlich spendenfinanziert seid und auch zu Fragestellungen, die eben moralisch euch an Limit bringen, was, wie weit ihr da gehen dürft. Aber ja, bewegt euch halt im Umfeld, das einfach diese Form bedingt. Habt ihr da irgendwelche Ansätze auch mal überlegt, da rauszukommen, irgendwie anders wirtschaften zu können, andere Systeme auszuprobieren? Ja, haben wir. Also schon bei der Gründung haben wir mal so einen vereinsinternen Wirtschaftsbetrieb gegründet und haben versucht darüber, vollkommener Schwachsinn, da haben wir uns komplett dran aufgerieben. Wir persönlich für uns haben, glaube ich, gesagt, dass wir die Größe der Projekte allein über Spenden nicht mehr machen können und dadurch das machen mussten, was wir am Anfang mal nicht wollten, nämlich genau in dieses Antragswesen reinsteigen, ne? Also übers Auswärtige Amt, über WHO und so weiter. Was auch bedeutet, das Spiel halt mitzuspielen. Na, vorhin habe ich irgendwo so ein verzogenes Gesicht gesehen, als er gesagt hat, Menschenleben kostet 33 Euro. Das ist mittlerweile beschissenerweise ein Stück weit auch bei uns täglich Brot, dass wir der WHO gegenüber in Verhandlungen halt sagen müssen, wir wollen das Projekt machen mit den Beneficiaries, mit den vermuteten Outcomes. Da wird es auf einmal so, dass du über Menschen und Menschenleben und Schicksale verdammt statistisch verhandelst. Aber andersrum ist es so, das Projekt in Raqqa, was über uns gerade läuft, da werden jeden Monat 2500 Patientinnen behandelt. Das würden wir aus Privatspenden nicht finanziert bekommen. Ist einfach so. Haben wir versucht. Wir müssten unsere moralisch-ethischen Grenzen so weit ausdehnen, dass wir wirklich auf diese Tube drücken mit irgendwie, ne, sterbende Kinder. Wollen wir nicht, dann wären wir nicht mehr wir. Und von daher ist das für uns die Lösung, eine Mischkalkulation zu machen. Und ich glaube, dass es auch ein Ding ist, vielleicht dünnes Eis, die Wirtschaft tatsächlich auch mehr mit in Regress zu nehmen. Weil tatsächlich, was viele nicht wissen, die WHO, die hat ja nicht eigenes Geld, sondern die bekommt Geld von den Mitgliedstaaten der UN. Das können die Mitgliedstaaten aber entscheiden, wie viel sie geben. Und zum Beispiel habe ich gehört, dass Merkel vor ein paar Wochen wohl gesagt hat, wenn die WHO jetzt nicht die Ebola-Krise mal in den Griff kriegt im Kongo, dann kürzt sie halt die Zuwendung an die WHO. Das ist so dieses Spiel, was auf der Ebene dann stattfindet, ne, wo man auch einfach mal sehen muss, schwieriges Feld, das alleine Staaten zu überlassen, ist schwierig und ich glaube, man muss das irgendwie breiter aufstellen. War das Bling, dass genau, Bling, ich hatte, das zu Ende ist? Ich glaube, ich antworte ganz kurz. Wir versuchen es über Fördermitglieder, um einfach eine gewisse Stabilität in Geldern zu produzieren und auch über größere Fördergelder. Wir haben nicht diese Möglichkeit der WHO, weil es einfach absolut nicht erwünscht ist, was wir machen. Aber natürlich gibt es zum Beispiel die evangelische Kirche, die uns unterstützt im Moonbird-Projekt oder auch eine andere große Stiftung, die uns zwar nicht so viel Geld gibt, aber wenn man das ein bisschen guckt, dass man da einfach mehr auch so Gelder organisiert, die einen, weil das Allerschwierigste ist, die Planungssicherheit. Wir können immer nur 8 Monate im Voraus planen. Ja, ist blöd. Wenn man 3 Jahre planen könnte, dann könnte man, glaube ich, wesentlich besser auch sowas machen, wie zum Beispiel sagen, okay, wir ändern unseren operativen Platz, weil dann kann man das planen. Genau, das sind unsere Lösungen dazu. Und ja, genau. Danke. Super, vielen Dank. Ich hätte nie mitgerechnet, dass wir hier über eine Stunde stehen. Ich glaube, man muss nicht betonen, dass wir versucht haben, wenn, dann gekünstelt gegeneinander zu reden, sondern als Organisation solidarisch zueinander stehen. Also, das will ich ganz kurz nochmal sagen, weil das eben war. Wichtig, weil es wurde eben richtig gesagt, dass es natürlich Konkurrenz gibt auf dem Spendenmarkt. Ich würde es gerne aber positiv enden jetzt hier. Also, Sea-Watch ist im Moment in ganz, ganz vielen Gesprächen mit anderen Organisationen, die auch im Mittelmeer aktiv sind, wo es Geldprobleme gibt. Und bei uns ist es immer so, wenn es darum geht, ob ein Schiff fährt oder nicht fährt und wir das Geld haben, das zu bezahlen, dann passiert das auch. So, also das ist nicht keine Konkurrenz. In dem Sinne, natürlich machen wir unsere Spendensache, aber ich würde nicht so weit sagen, dass wir uns gegenseitig ausbuhlen. Also wir sitzen da vorne auch an einem Stand zusammen. Wir haben, glaube ich, nicht mal eine Spendendose da irgendwie.
Also wir arbeiten schon zusammen, das ist nicht, dass wir uns irgendwie jetzt die Beine wegziehen, das ist nicht der Fall. Aber natürlich, wenn es vier Leute gibt, die um Spenden buhlen, die meisten Leute spenden halt nur eine Organisation. Aber trotzdem würde ich es doch eher positiv bewerten, wie es sich vor allem in den letzten 2-3 Monaten entwickelt hat, aus der Not heraus, dass doch auch viele Gespräche passiert sind und auch der Versuch auf jeden Fall oder der Wille da ist, da mehr zusammenzuarbeiten und irgendwie auch nämlich nicht diesen Zerstreitungsfaktor zu haben als eigene Gefahr für die Existenz. Vielen Dank. Das war ein wunderschönes Abschiedswort. Der Werbeblock zum Abschluss. Tschüss. Vielen Dank.